Liebe Freunde und damit herzlich willkommen zurück hier bei den Justiziaren. Wir befinden uns immer noch in einem fantastischen Abenteuer zwischen Gut und Böse. Der Zauberer, der Erzmagier Ulik wurde von Dämonen überfallen und sein Körper und Geist wurden getrennt. Sein Geist befindet sich momentan im Abyss und um seinen Körper wieder mit seinem Geist zu vereinen, ja, wer hätte das gedacht, muss man natürlich erstmal seinen Körper finden, der anscheinend momentan in der Nähe eines Bergpfades verschüttet liegt. Unsere Abenteurer, die momentan namentliche sind Bueno, Uruk, Adlatus und Matthäus Maximus, sind momentan auf dem Weg dahin und haben im Turm des Magiers nicht nur mit diesem Abbild gesprochen, seiner Seele, sondern haben auch noch eine Zauberschriftrolle gefunden für einen einmaligen Gebrauch, als auch einen, wie du noch nicht identifiziert hast. Der einmalige Gebrauch ist tatsächlich ein Schutzkreis. Schutzkreis bewirkt Folgendes. Es ist ein Level 3 Zauber der Bannmagie. Und du erschaffst einen 6 Meter hohen Zylinder aus magischer Energie mit einem Radius von 3 Metern, der in Reichweite auf einem Punkt am Boden zentriert ist, den du sehen kannst. Leuchtende Runen erscheinen dann dort, wo der Zylinder den Boden oder eine andere Oberfläche überschneidet. Und du wählst eine oder mehrere Kreaturentypen, wie celestische Wesen, elementare Feenwesen, Unholde, Untote, bla bla bla. Und der Kreis, der beeinflusst diesen Kreaturentyp dann in folgende Art. Die Kreatur kann den Zylinder nicht freiwillig auf nicht magische Art und Weise betreten. Er versucht die Kreatur Teleportation oder Ebenenreisen zu verwenden, muss sie zuerst einen Saving Throw machen. Und die Kreatur ist bei Angriffswürfen gegen Ziele innerhalb des Zylinders im Nachteil. Ziele im Zylinder können nicht von der Kreatur besessen, bezaubert oder verängstigt werden. Und wenn du diesen Zauber wirkst, kannst du seine Wirkung umkehren, sodass Kreaturen des ausgewählten Typs den Zylinder nicht verlassen können. Ziele außerhalb des Zylinders geschützt sind. Das ist das Ding. Das hält eine Stunde lang. Aber wir könnten es gegen die Dämonen verwenden. Wir könnten auch gucken, wie viele Dämonen da sind und dann halt die Gegner. Ich schaue, sie sind, was für, hat Ulrich eigentlich gesagt, was das für Dämonen sind? Nein. Gibt ja auch von bis, ne? Ich habe aber... Aus dem A-Bis und von bis. Ich habe aber keine Ahnung von Dämonen. Ich habe auch noch nie einen gesehen. Ihr habt alle noch sicherlich keinen gesehen. Aber ich habe was gelesen. Ja, Grundwissen hast du wahrscheinlich darüber. Die Dämonen sind ziemlich böse und chaotisch. Aber sie sind hier in der Region absolut kein... Also in Rondria und Outlands kein bekanntes Problem. Ich greife mal wieder nach Adlatus Stock. Und lass mich leiten, während ich lese. Die Schriftrolle weiterlese? Ja. Okay. Gut. Ja, das dauert nicht lange und ihr seid zwischen den Türmen durch und der Skorpion steht da noch. Wollen wir uns vorbeischleichen oder wollen wir versuchen, den Skorpion zu verängstigen? Oder möchtest du ein ernstes Wörtchen mit ihm reden? Ich mach mal eine Burning Hand, würde ich sagen, oder? Und ich glaube, wir brauchen ja uns schon entdeckt. Nee, er steht da. Ihr wisst ja, wo der ist. Ihr werdet ja nicht einfach blind. Ich glaube, wir brauchen alle Zauber vielleicht gleich gegen die Dämonen. Ja, auch alles besser. Können wir diesen Skorpion bitte nicht einfach ignorieren und an ihm vorbeilaufen? Auf der anderen Seite vom Lightning Lure in seine Richtung als erstrecken. Das sollte auch ein Donner nach sich ziehen. Was, wenn Uro mit Axt draufhaut und Skorpion weg, weil stärker? Oder er fühlt sich bedroht und entscheidet sich anzugreifen. Dann gewinnt Uro Kampf. Und wir brauchen, glaube ich, jedes bisschen Energie vor den Dämonen. Könnt ihr ganz laut brüllen? Wir haben die Berglöwen immer in Edor damit vertrieben. Ja. Aber ich weiß nicht, wie das bei Skorpionen und die sind doch etwas größer klappt. Skorpion dürfte anerkennen, dass Uruk stärker. Wenn Uruk laut brüllt, Skorpion ist weg. Wenn wir alle zusammen brüllen? Aha. Seid ihr dabei? Ich glaube, wir könnten unseren Element der Überraschung damit aufgeben. Ja, wir brüllen den Skorpion an, der nicht mehr in unserem Weg ist. Kommen wir an dem vorbei? Was meinst du, Bruno? Nein. Wir kommen nicht hat gesagt, wir gehen am Turm vorbei, in ungefähr Richtung Vulkan. Skorpion hinter Turm. Skorpion hinter Nebengebäude. Ich frage mich nur, ob die Ohren haben. Stimmt. Das musst du wissen, du bist Druide. Er guckt um die Ecke. Ohren haben. Uruk sieht keine Ohren. Wollen wir vielleicht, Matthäus Maximus, du kletterst auf Uruks Schultern, Uruk klettert auf Bruenos Schultern, andersrum, du kletterst auf Bruenos Schultern, Brueno klettert auf Uruks Schultern und wir machen so einen Turm aus Leuten. Okay, aber er ist ziemlich groß, wenn wir uns das mal im Vergleich ansehen.
Ja, das stimmt. Wenn Uruk draufhaut. Okay, habe ich was falsch verstanden? Mit diesem Skorpion steht der hinter dem Turm, wo wir jetzt dran vorbeigehen wollen? Doch nicht? Nee, er steht vor der Wand, wo er hoch müsste, aber ihr könntet auch einfach rechts 50 Meter entlang gehen und dann da hochklettern. Okay, dann lass uns weg. Fragrim sagt auch. Töten. Ah. Nein, müssen wir immer noch nicht. Dann schleichen wir uns an ihm vorbei. Aber was, ja, wenn Skorpion in echt verkleidet als Dämon? Nee, nein, das glaube ich nicht. Fragrim, ich glaube nicht, dass das so funktioniert. Oh. Schleichen wir uns am Skorpion vorbei. 50 Meter Abstand, das kriegen wir doch gut hin. Also, der geringste Aufwand ist ein bisschen Umweg. Und ich fange an, den Weg vorzugeben. Mhm. Weit. Der geht wieder quasi an der anderen Seite vom Turm und geht einfach, ja, an der anderen Seite vom Turm und steht jetzt an dem Bergpass und der Skorpion, der chillt da 100 Meter jetzt von euch entfernt oder sowas. Ja, kann gut da chillen. Und wenn er da so demnächst sein Lager aufwirft und da wohnt, dann ist er Ulix Problem. Dann auf zu den Dämonen. Mega. Freue ich mich nicht drauf, aber muss anscheinend sein. Okay. Kann denn jemand hier gut klettern? Ja. Also ihr seht, das ist eine, bis es wieder gerade wird, wahrscheinlich, ja, 40 bis 50 Meter Steilwand. Ups. Kein Problem. Ich würde vorklettern und ich würde euch das Seil. Ah, 50 Meter. 50 Meter Seil? Ich würde versuchen. Wir haben ein 20 Meter Seil auf jeden Fall. Ich habe zwei... Knoten und Seile haben wir keine gute Erfahrung. Gerade wenn er derjenige ist, der von oben das Seil runterhaut. Wir sind ziemlich gut da drin, muss ich sagen. Wir sind Zwerge, wir klettern des Öfteren. Wie viele Seile haben wir denn noch? Wir haben ja einiges an Seil verloren. Ich habe ein Seil. Ich bin der Meinung, wir waren Seile einkaufen. Wir waren Seile einkaufen. Nicht so viel Seil, oder? Ich habe 32 Fuß Seil. Ich habe ein Seil. 18 plus 20 sind nicht 40 und auch nicht 50. Aber ist ja vielleicht auch nicht schlecht, weil dann können wir besser sichern. Wenn es kurz ist? Ne, das hängt. Du sicherst immer. Du sicherst ja nicht mit einem Seil, was genauso lang ist, weil wenn du. Ja nicht 20 Meter fallen, sondern wenn dann nur 9. Ja. Oder also nur. Ja, normalerweise sichert man aber auch anders, weil wenn wir ein Seil haben ohne Widerstand und du fällst 30 Meter in so ein dickes Seil, dann hast du ein anderes Problem. Okay, lass ich da. Ich wiederhole, ich habe keine Ahnung davon. Aber ich komme da hoch. Ich weiß nicht, wie wir aber alle da hochkommen. Ich glaube, ich komme da auch hoch. Ich komme auch hoch. Ich nicht. Ihr hört neben euch schon Kling, Kling und die zwei Zwerge, die so an gesicherten Seilen mittlerweile mit so Karabinern. Ich versuche dann einen Zwerg festzuhalten. Der ist schon 10 Meter weit oben. Was? Die kommen. Und kommt ihr? Matthias, ich würde. Die haben anscheinend wirklich so Steigbügel und Po und packen die Seile auch drumrum und sowas. Geht euch einfach hoch, wenn ihr weitermacht. Wir haben ja gesagt, wir sind Zwerge. Wir sind Bergzwerge aus Edor. Wir klettern gefühlt seit unserer Kindheit. Können wir eure Sicherungsseile mitverwenden? Natürlich, klar. Perfekt. Ich würde mal auf Verdacht gucken, ob die Schriftrolle vielleicht ein Fly-Zauber ist. Kannst du absolut nicht identifizieren. Okay. Oh, ich würde dann anfangen. Du weißt auch, Schrift, also wenn du, selbst wenn du die Schriftrolle identifizierst, müsstest du die erst in dein Zauberbuch transkribieren und Co. Das kostet alles ein paar Gold und so weiter und noch Zeit und Tage. Du überhaupt ein Zauberer? Bist du nicht Zauberer? Ja. Zauberbuch, jeder Magier hat ein Zauberbuch. Es geht nicht um Zauberer. Zauberer können es so, die lernen das nicht durch. Sorcerer. Genau, Sorcerer. Ja. Magier lernen es aber wirklich durch Lernen. Ja. Es kostet dann 80 Gold oder sowas, einen neuen Zauber zu lernen und ein paar Tage Zeit und sowas. Okay, Leute. Ich weiß, wir haben alle noch nicht viel mit Kletterhut gehabt. Aber kommt jetzt ran hier. Ich stehe am, wo die Zwerge angefangen haben. So stehe ich da. Ruf Captain ran. Aha. Captain, das wird schon, caste Guidance auf ihn und dann schicke ich ihn da hoch. Ja, du schaffst das auch, die Net 20. Die Seile sind fantastisch. Also es ist auch nicht ein gerades Seil, sondern es ist so ein bisschen schräg dabei an den Trittkanten, wo du wirklich gut reinkommst. Und ihr macht das Step by Step. Du brabbelst irgendwelche magischen Worte, versuchst, bis jetzt der Letzte wieder, als ihr nach oben kommt tatsächlich. Nach ungefähr 40 Metern. Und dort oben angekommen, geht es über anscheinend ein sehr, sehr schönes Steinfeld, was zwar hügelig ist, aber nur wenig Steigung hat und auch für ungelernte Bergsteiger passierbar ist. Perfekt. Hat doch wunderbar geklappt. Ihr seid super. Fargrim und Rurik. Gute Zwerge. Freut auf neue Mitbewohner. Ja, das ist unser Job hier. Also ich sehe schon, wir ergänzen uns relativ gut. Ja.
Wenn ihr jetzt noch was leistet, dann sind wir quitt. Das kriegen wir hin. Ich mach halt alles. Habt ihr schon wieder das leckere Essen vergessen? Nö, das ist tatsächlich wahr. Ich habe auch noch was übrig, wenn ihr wollt. Wir haben es selber uns noch einiges eingepackt. Aber sollen wir weiter? Aha. Sehr gerne. Und so der Herr der Ringe, die Gefährten mäßig, sieht man eine Außenaufnahme, wo er diesen Steilhang halt hochgeht, nochmal im Hintergrund der Vulkan, der so ungefähr 2-3 Kilometer von euch entfernt ist, aber noch deutlich höher. Und ihr kommt auch irgendwann an so einen kleinen Vorsprung, wo ihr unten so eine Art Mulde seht. Eine Mulde, die euch auch Balthasar beschrieben hat. Die Mulde liegt direkt vor dem nächsten Steilhang auf dem Steinfeld. Und diese Mulde enthält anscheinend auch einige Steine, sowie auch eine Senke. Und ihr seht da schon in der Entfernung, als würdet ihr auf eine Straße im Sommer sehen, die so flimmert. Quasi. Mhm. So sieht es tatsächlich dort aus. Und euch ist natürlich klar, jupp, das ist die Stelle, die Ulig anscheinend... Guckst du mich an? Nur als Safety-Check, mein Schwert leuchtet nicht leicht. Heller, weil weder Untote noch Abscheulichkeiten in der Nähe sind, wahr? Es sind keine Untoten und Abscheulichkeiten in der Nähe, ne? Okay. Ja. Mhm. Also ihr habt das Steinfeld so durchquert, ne? Und vor euch ragt dann die nächste Steinwand auf. Davor ist eine Rinne zu sehen, die halt diese 1-2 Meter tief ist. Und dieses Hitzeflimmern scheint von ihr auszugehen. Okay. Innerhalb dieser Rinne, in dieser Kuhle, ist auch ein größerer Steinhaufen. Mehrere Steine sind anscheinend aufgeschichtet worden und stellen wohl dieses Grab von Ulig dar. Okay, Teambesprechung. Teambesprechung? Wir sollten ein bisschen vorsichtiger jetzt sein oder schnell handeln. Ulig rennt runter, langer Pass, du bringst in Sicherheit. Aber wir müssen ihn doch erstmal den Steinen verholen, Captain. Ja, Ulig rennt runter, macht Stein weg, nimmt Ball, langer Pass. Hat mich ja was passiert, wenn da mal... Also ich würde ja schon mal gerne eine Mage Hand da reinhalten. Ja, aber können wir das machen, nachdem Ulig dann wieder da raus ist? Wenn ich danach mal eine Mage Hand reinhalten darf? Klar. Ich würde auch sagen, Captain, vielleicht sollten Bruene und ich uns mit ranschleichen, dass für den Fall, dass sie etwas angreift, wir beide quasi als Unterstützung daneben stehen. Aber Bruene, Zauberer. Bruene auch Javelin-Werfer. Also wir gehen auf jeden Fall rein und Hagrid macht auch gerade schon sein Schild quasi fertig. Bin ich gut, bin ich dabei. Ich setze mich hin und mach gar nichts, weil ich soll ja nicht rein. Ja, aber bleib mal vielleicht so auf Abstand, dass du in Aktionsradius bist, dass wir rauskommen. Als Überraschung, falls wir sie rauslocken können aus der Denke. Ich setze mir den nächsten Baum, guck die andere Richtung und lese das weiter. Okay. Zum 858! Du gehst rein mit den beiden Zwergen. Und in dem Moment, wo du reingehst, leuchtet dein Schwert, wo hast du dein Schwert? Wahrscheinlich an der Seite oder so. Okay, du siehst das nicht, aber du da hinten stehst, siehst das, dass es auf einmal mega aufleuchtet. Und es dauert nicht lange, als ihr euch fragt, so, was ist das? Hört ihr ein lautes Gekreische, wie von einem verstörten Vogel, aber nicht nur eins, sondern zwei. Ihr schaut nach oben und über euch kommen zwei schwarze braune menschengroße Wesen auf euch zu. Und jetzt bauen wir mal was auf, Freunde der Leidenschaft. Oh Junge! Ja, die könnt ihr auch schon mal machen auf Initiative. Sie sehen aus wie ein junger Mann mit Initiative. Werfen Sie mal auf Initiative. Oh, das ist schon mal hoch. Meine auch. Fangen wir einfach die 1 und die 2. Und meine auch. Wir das fliegende Dämon nicht der Initiative sind. Das ist zwar jetzt nicht genug, besonders bergig, aber oui. eine riesige Karte kommt. By the power of Helm! The power of Helm compels you. So, Reihenfolge ist Ulig, zwei Zwerge, dann Adlatus ich und dann was? Matthäus steht ein bisschen weiter hinten. Warum das denn? Na, weil das die Reihenfolge ist, wie wir gerade nach vorne gegangen sind. Matthäus nur noch nee, Roll of Initiative. Ja, aber das... Wir nehmen jetzt mal Walhorst als... Ja, aber Roll of Initiative sagt ja nicht, wo wir starten. Ja, ist quasi auf, also, wir haben ja trotzdem. Wir sind ja da rein, ne? Reingelaufen. Ja. Ihr seht das gleich, lieber Chat. Aber es ist doch nur ein paar Meter groß. Wenn ich hier reinlaufe, ist das doch nicht. Oder habe ich das falsch verstanden? Ist doch so groß. Ich habe uns mal gut nah beieinander aufgestellt für AOE-Damage.
was ist das? Das ist ein Fuß. Ein Kästchen ist wie viel, Ben? 5 Fuß. 5 Fuß ist ein Kästchen. Das sind vielleicht 9 Kästchen wahrscheinlich groß, oder? Die Senke? Die Senke Mini. Nee. Die Senke, ich würde sagen, die geht bis hier vorne hin. Das hier. Okay, dann sind wir aber schon drin. Doch, ja. Was größer. Wir schon. Ja. Tiefer. Weil wir gerade da rein und du stehst halt außerhalb. Genau. Ja. So, genau, ich würde sagen, also bis hierhin geht die Senkung. Genau, dann stehen wir auch da. Genau, wir stehen direkt an der Kante. Genau. Okay. Und da kommen bei Flugwesen quasi so rechts und links auf euch zugeflogen. Und jetzt dürfen wir uns die auch mal hier oben anschauen. Ja. Da haben wir sie. Genau. Alle drauf. So sieht's aus. Ja, und die sprechen nicht, sondern kreischen quasi eher. Ihr dürft mir alle auf Initiative werfen, was ihr auch nicht schon gemacht habt. Ja. Dann bitte. Dann nennt mir mal bitte eure Initiativwürfe. Ungefähr über 15? Ja. Okay, dann haut alle raus. 16. Die beiden. Net 20, baby. 19. Okay. Boah. Dann eine Sekunde. Helm hat dich gesehen. Ja. Halleluja. Warum hast du eigentlich Buch noch nicht konzentriert? Den habe ich noch nicht. Ich war sehr kritisch gegenüber eingestellt, aber so langsam. Aber auch noch nie richtig. Ich habe relativ am Anfang mal viel probiert und dann habe ich festgestellt. Besonders aber nach dem Move okay. mit dem Start. Wer hat der 20? Wer? Uruk. Wer hat sonst über 20 oder 20? Hast du? Ja, über 20. Nee. Wie hast du denn? 19. 19. Dritter, das ist Matthäus. Dritter, das auch wer hat über 13? 16. 15. 16 ist Atlatus. Und 15 bist du? Buen. Ist Roeno. Und die beiden Zwergenfreunde. Haben Net 20 und Net 20. 3 und 6. Die sind ziemlich alt, haben keinen Dex-Bonus. Die Beine sind nicht so lang. So ist es bald. Aber wir sind da zum Tank. Ich bin zum Tank, ne? Übrigens, ja, sobald die gelandet sind, kann ich euch nicht mehr helfen, ne? Weil die dann in der Senke sind. Ah. Okay, die befinden sich gerade schon quasi in der Senke. Ah. Aber die werden auch vor dir dran, also hierbei. Okay, gut. Uruk, du siehst das jetzt auf jeden Fall. Hinter dir schreit einer der Zwerge nur, pass auf, über dir! Ah, ich würde wahrscheinlich das Einzige machen, was sinnvoll ist. Rein auf sie zu rennen. Die sind doch in der Luft. Oh, das heißt, ich treffe sie da oben nicht. Ich weiß nicht, was du für Fernkampfangriff hast. Ich biete eine Hand-Axe. Ja, das würde ich sogar. Das können also, ich meine, jetzt mit guten Waffen treffe ich sie nicht. Dann würde ich in dem Fall nur mein Rage benutzen, nicht mein Frenzy, weil die Bonus-Attack bringt mir nichts. Und meine Handaxt nach dem Werfen. Bitte. Noch Augenprobleme? Nein, schon lange nicht mehr. Das war nach 10 Minuten. Ja, aber ich sehe trotzdem cool aus mit der Augenklappe. Du könntest jetzt cool die Augenklappe hochheben. Was ist aus? Wir gehen den Ball holen geworden. Hilft eine 13. Eine 13 fragst du? Ja, ich gehe mal davon aus, nein, aber ich probier's. Lass mich ganz kurz gucken, das kann ich so unwahrscheinlich. Nein, das tut natürlich nicht. Ja. Ja, du wirfst die Handaxt da weg und deine Handaxt ist damit auch aus der Hand raus. Ja. Und die irgendwo im Berg verschwindet die. Die wirst du nicht wiederfinden. Ah, und ich mach die Augenklappe weg. Ah. Okay, du kannst den zweiten Angriff machen. Nee, kann ich nicht. Was kann er? Ich gehe nicht Frenzy, ich gehe nur Rage. Hast du keine Double Attack normalerweise? Mhm. Nur wenn ich. Du bist ja nicht Level 5, vergiss, was ich gesagt habe. Doch, natürlich kann ich mit Double Attack. Ich habe so viele High-Level-Spieler, ne? Momentan. Alle können immer Double Attack. Gut, damit ist auch einer der Wesen dran. Und das ist. Einer, der auch. Guck mal, ob der. Wird nicht reichen. Wer sieht am meisten nach Zauberer aus und könnte zu erreichen sein? Wahrscheinlich der Druide. Der rechte geht in Richtung Druide. Bis wohin? Genau. Ja. Also ist er jetzt außerhalb der Senke. Von oben da drauf und greift dich tatsächlich an. Wer hätte das gedacht? Klar. Aber er trifft nicht, weil er in den One-Wurfel den Kopf aufschlägt und ohnmächtig wird. Ja, und auf dem Boden liegt. Ja. Bestimmt, und er wacht wieder als neues Mitglied von Rotlin auf. Er versucht dich mit seinen Clown anzugreifen. Ja, ich bin bereit. Greift aber komplett daneben und als nächstes versucht er dich zu beißen. Trifft eine 21. Sag einfach nein. Das kann ich nicht.
Der würde mir wäre schon mit. Richtig. Und er macht dir 9 Schadenspunkte. Boah, nein, 9 ja, Schaden. Und er beißt dich richtig in deine Schulter rein, bevor du ihn irgendwo schaffst, loszuwerden. Und geifert dich noch weiter an. Du merkst, er hat eine wirklich ekelhaften Geifer. Irgendwas ist zwischen seinen Zähnen, was nicht ganz so gut aussieht. Seine Zunge ist gespalten. Es ist wirklich pechschwarze Augen, die er hat. Und du siehst einfach nur Hass da drin. Ja, damit ist auch schon der nächste dran. Das ist Matthäus Maximus. Perfekt. Jetzt habe ich wahrscheinlich nicht gedacht, dass die spezifisch auf Zauberer gegangen sind. Hätten ja auf jeden gehen können. Mhm. Mhm. Er steht aber schon außerhalb, ne? Ja. Ja, so gehe ich nach vorne an unseren Gebieten dran. Mhm. Ich so ein bisschen da weg. Ja. Aha. Und möchte Burning Lässt Hand. Lässt du dich schubsen. Also gehst du. Aber ich gehe zur Seite, als ja, ich klar. merke, dass er da kommt. Ja. Du kannst nicht weg von ihm sein, sonst wird es eine Opportunity. Also, nee, will ich gar nicht. Weil es nur zur Seite, dass du nicht vor mir stehst, schubst du dich. Genau. Das Burning Hands Range ist? Aber nicht viel. 10 Fuß oder so? Ja, aber dann werden die da mit abgefackelt, weil das ein Cone ist. Kannst du vorbeiziehen? Also, bitte. Jetzt nicht diskutieren, machen. Ja, Burning Hands. Genau. Mhm. Du, ihr merkt quasi, dass die Luft anfängt in Wärme zu flimmern. Und ich glaube, ich muss ein Dexterity Saving Throw machen mit ihm. Ist 3. Das schafft er aber, wenn ich das richtig sehe, nicht. Und dann darfst du bitte gerne den Schaden auch aus. 11. 11 Schadenspunkte, sagst du? Ja. Hat er da irgendwelche Resistances? Nö. Ja, du. Weil Damage halt. Ja, ja, klar. Du verbrennst dieses Ding. Es sind einige Löcher in seinen ledrigen schwarzen Flügeln und er schreit dich in einem ohrenbetäubenden Geräusch auch einfach nur noch an. Es klingt wirklich einfach nur wirklich widerwärtig, aber er steht noch relativ gut. Okay. Möchtest du noch etwas machen? Nö. Dann ist Atlatus dran. Du siehst das gerade neben dir, dass auch der euer Magier quasi da zur Rettung gelaufen kam und mittlerweile auch einen gut blutenden Kollegen dein Druide, neben der steht. Bei der Kraft von Helm, weiche du faule Kreatur! Und ich würde den einen Schritt ranwagen. Und ich würde ihm für einen Keypunkt erstmal mit meinem Quarterstaff schlagen und dann mit meiner Doppel-Fury of Blows anfangen zu verprügeln. Okay. Der Quarterstaff trifft wahrscheinlich nicht mit einer 13. Nein, trifft nicht. Aber dann habe ich ja noch zwei. Du triffst quasi zwischen Flügel und Arme und du hast auch nur einen. Lach, solange du noch kannst. 2, 23. Das trifft nicht. Will ich erstmal den auswerfen. Das sind 4 Schaden. Und dann noch der zweite. Der trifft ebenfalls nicht mit einer 10, würde ich annehmen. Mhm. Verdammt! Okay. Also 4 Schadenspunkte. 4 Schadenspunkte. Ja, also es ist sehr schwer zu treffen, dieses Wesen, weil es einfach fliegt und sehr dynamisch ist. Einen Schlag triffst du, du hast aber nicht das Gefühl, dass es wirklich irgendwie dem Wesen spürbar Schaden macht und es lacht dich, verspottet dich quasi dem, was du quasi ihm entgegenzusetzen. Finde den richtigen Weg zu Helm und dann hast du auch noch eine bessere Zeit, wenn der Ork da drüben nicht anguckt. Würde ich ein Motiv erkennen machen, aber du bist ja relativ sicher, dass das nicht hören wird. Damit. Ich hab mein Bestes getan. Bueno dran. Mhm. Und da mir nichts einfällt, in was mich verwandeln kann, was an dem liegenden Objekt auch genug Reichweite hat, um ranzukommen, würde ich in der Zwischenzeit meine Javelin. Nee, es liegt ja momentan nicht, ne? Genau, er ist ja direkt vor mir. Deswegen würde ich einfach mit meinem Dagger zustechen. Okay, dann geht dein Angriff vor. Stich, stich. Dagger ist hier. Und das ist eine 15. Das trifft. Ui, und dann mache ich ganze 5 Schaden. Oh. Also du triffst für den Decker wirklich, der Decker hat keine lange Klinge, aber du triffst sehr, sehr gut mitten in den Brustbereich rein. Denkst, oh, da muss das Herz sein, aber irgendwie ist das Herz nicht da. Und es sieht ein bisschen sichtlich schwächer schon aus.
aber es verspottet dich auch nur mit seinem gehässigen Gelache. Das andere blöde Vieh wird jetzt auch quasi zu dir kommen. Und achso, ich würde als Bonus-Action zumindest noch, weil ich das vorher nicht gemacht habe, meine Steine im Beutel mit Magic Stone halt. Ja. Okay, falls ich was werfen will. Du merkst auch, sie leuchten so ein bisschen. Ja. Das nicht wirklich weit kommt. 40 Fuß sind 8 Kästchen, aber es muss noch nach unten gehen. Kannst du einmal. Doch, ich glaube, es geht auf den. Auf den Zwerg. Den? Ja, genau. Auf Rurik und versucht auch hier einmal anzugreifen. Ah, Feigling. Trifft aber mit seiner Klaue nicht. Aber wieder einmal mit dem Biss. Und macht ihm. Was ist das? Macht ihm 7 Schadenspunkte. Ja, es reißt so ein bisschen an den Ecken seiner Rüstung, die eigentlich sehr, sehr eng zu sein scheint, aber dadurch, dass es sich quasi auf den Kopf schon fast setzt, ab in den Nacken. Rurik sieht sehr stabil aus, aber es ist halt trotzdem sehr, sehr schmerzhaft für ihn. Und er schreit: Ah, verdammtes Viech! Uruk! Pack das Ding endlich weg von mir! Und damit ist Rurik auch dran. Er versucht, das erstmal von sich loszuwerden, was ihm nicht gelingt, und versucht jetzt quasi mit seinem Schwert, mit seinem Langschwert, oder mit seinem Großschwert hat er ja, quasi nach oben einfach durchzustechen. Er sieht es aber nicht, hat dann also Disadvantage und wird auch nicht treffen. Verdammt nochmal! Ich brauche Hilfe! Und Fagrim wird sich jetzt zu ihm bewegen und sagt mit seinem Langschwert: Bleib stehen! Ich. Ja, und trifft auch. Ja. Schlägt mit seinem Langschwert einmal in die Richtung und macht ihm 7 Schadenspunkte. Dadurch, dass er noch nicht getroffen wurde, merkt er auch, es macht ihm kaum was aus, aber er lässt los. Und damit ist das Ding auch wieder ein paar Fuß quasi im Himmel. Damit ist Uruk dran. Habe inzwischen gesehen, dass mein Schwert auf mysteriöse Art und Weise leuchtet, wo ich natürlich, weil ich eingestimmt bin, realisiere, aufbauen mit Schwert. Und würde draufhauen. Ich überlege gerade, ob ich mit Great Weapon Fighting reingehe, weil es ja mit zwei Händen schon beinahe. Die haben ja gesagt, es ist ein Langschwert auch. Noch. Genau. Stats, ja? Ja, komm, 50-50-Chance. Mit Rage hast du? Rage habe ich. Okay, dann öffnen wir mal mit Reckless Attack auch, oder? Oh ja, stimmt, ich habe Reckless Attack, klar. Mit Vorteil. Mit Vorteil. Entweder das wird nicht treffen. Ich vermute, eine 11 trifft nicht. Nein, trifft nicht. Auch du schlägst mit dem riesigen Schwert über den Kopf. Du kannst froh sein, dass es ein Zwerg war, dass es ein kleines ist. Das Viech ist jetzt zwar wirklich dann anscheinend weg von dem Kopf und hat losgelassen, weil da 2-3 Schwerter mittlerweile in den letzten Sekunden selbst über den eigenen Teufelshörnern irgendwo drüber geflogen sind. Aber ihr habt es nicht getroffen. Damit ist das zweite Viech dran. Und es verschwindet in die Schatten und taucht hinter dir wieder auf. Hinter mir, cool. Ja. Und setzt sich auch quasi an dich und möchte dich greifen. Gib mir ein Dexterity Saving Throw. Bin ja so geschickt. 3. Ihr seht nur vor euch, dass sich der Magier in Luft auflöst. Du merkst einfach nur, dass vor dir auf einmal kurz alles in schwarzen Rauch gehüllt wird und du dann wieder erscheinst und auf deine Kollegen draufbockst. Und du merkst nur, dass dich diese Krallen fallen lassen. Ich habe kein Fly, das ist schlecht. In dem Moment nicht. Warum kann ich nicht reagieren oder so? Hast du eine Reaction, die dagegen was macht? Counter. Links gerade. Counterspell ist ab Level 3, du wirst nichts dagegen wahrscheinlich machen können. Ja. Gerade. Fly kannst du auch nicht erst ab Level 3. Du wirst nichts machen. Fang mich, Uruk! Du bekommst. Warte, wo wolltest du mich reinfallen? In die Senke oder? Nee, einfach von geradeaus nach oben. Also genau da, wo du stehst. Fang mich! Oder 14 Schadenspunkte. Ich bin Tankmagier, das ist gar kein Problem. Okay. Ja, du kriegst 14 Schadenspunkte, also das ist wirklich sehr, sehr hoch und hört nur ein. Okay, mit Gesicht zuerst. Alles gut. Der Boden ist sicher. Und damit ist auch Matthäus Maximus. Du bist jetzt aber gerade prone, du müsstest deine Hälfte der Bewegung quasi erst nehmen, um aufzustehen. Bewegung aber. Ja, nur die Hälfte der Bewegung. Ja,
Ist das Vieh immer noch ganz oben? Ja, ja. Wo ihr ihn fangen gelassen? Okay. Ist immer noch oben, also 60 Fuß. Finde ich nicht so cool, das macht mir unsichtbar. Okay, du wirst langsam unsichtbar. Ihr merkt, dass Matthäus Maximus vor euch, vor euren Augen, schwindet. Nicht schon wieder. Möchtest du dich noch irgendwo bewegen? Er ist schon wieder weg. Ja, ich möchte die Stelle da hinten noch verlassen. Wo beginnt die Senke? An dem, wir haben gesagt, an dem Ringbuch quasi. Ja. Ja. Einfach mal in die Richtung. Wie viele habe ich noch? Drei Kästchen. Ich gehe dann mal. Ja, okay. Gut, damit ist Atlatus da. Du merkst, dass das eine Vieh jetzt weit oben wieder über der schwebt, 60 Fuß. Und dass dein Kollege anscheinend weg ist, nachdem er sich eine blutige Nase aufgehauen hat. Gut, er scheint ja in Sicherheit zu sein. Das ist mir erstmal das Wichtigste. Gegen das Vieh in der Luft mache ich nicht viel, da ich ein Mönch bin. Dementsprechend würde ich sagen, bewege ich mich zum anderen, was ja noch unterwegs auf Bodenhöhe ist. 1, 2, 3, 4 Kästchen kriege ich hin. Und hier ist niemand stark verletzt, ne? Die waren alle okay. Dann würde ich anfangen, das Dämonenvieh zu verprügeln. Dann verprügeln es. Eine 19. Und dann den Hieb hinterher. Einen Seitenhieb gegen den falschen Gott. 23. Auch das trifft. Das hat man davon, wenn man nicht an Helm glaubt. Okay. Das sind 10 Damage. Insgesamt? Ja. Okay. Auch das sieht mittlerweile ungefähr so aus wie das andere Viech. Das heißt, es bekommt einige ordentliche Schrammen, wahrscheinlich bei deinem Stumpfschaden, ein paar gebrochene Knochen, die du auch hörst. Es blutet, hat Knochen, also kann man es töten. Das ist das, was die Zwerge in dem Moment auch zu dir sagen und sich anscheinend freuen und neuen Elan gepackt haben. Ich dachte, das ist die Stimme Helms in meinem inneren Ohr. Damit ist Bueno dran. Ja, ich sehe dieses Vieh fliegen. Ich greife zu meinem Stein, weil jetzt kommt Fernkampf. Ich nehme einen meiner Steine und denke mir so, das schaffe ich locker. Und werf drauf los mit einer geschmeidigen 23. Das trifft aber sowas von. Dann haue ich ihn jetzt einen meiner magischen Steine in die Fresse und dann nehme ich einfach einen D6 und dann mache ich solide 4 Schaden. Nicht der nutzlose Kämpfer, den wir haben. Sehr unfähig, aber du, das Ding ist ja schon sehr angeschlagen. Du wirfst einen Stein und voll an den Kopf. Und wenn dieses Ding verwundert aussehen könnte, dann bist du der Meinung, dass es jetzt gerade sehr verwundert aussieht und einen kleinen Hasskick auf dich gerade gehört. Komm noch her! Ich hab noch mehr davon! Das andere Wesen ist gerade aber auch wieder am Start. Guckt euch auch quasi da unten. Guckt jetzt so einmal in die Reihung. Guckt euch auch an. Die sind nicht dumm. Ich würde sagen, es nutzt deine Disengage-Funktion und geht 30 Fuß quasi in die Höhe und wartet jetzt erstmal ab und geifert euch aber auch von oben noch an mit einem. Damit ist Rurik dran. Und auch Rurik nimmt seine Handaxt, die er an dem Gürtel hat, und wirft das Ding jetzt noch eben. Ah, oh, bitte keine Ein. Du kleine Stinkevieh! Bitte keine Ein. Ist eine 3. Hallo. Und er guckt dich nur an. Kann man nichts machen. Fagrim nutzt auch seine Handaxt. Perfekt. Und klippert irgendwo in der Entfernung einfach nur. Über alles laufen und kämpfen, nicht werfen. Ja, er hat eine. Von diesem Ding. Damit ist Uruk wieder dran. Nur als Einschätzung, was wäre es, wenn ich über den Stein dahin laufe, ja? Mir einen schon mal hochhebe und nach dem Viech werfe? Du könntest ja auf jeden Fall, also es sind nicht so große Steine, wie wir jetzt natürlich sehen, aber es sind so einzelne größere Steine. Das könntest du versuchen, ja, gebe ich dir. Ja, würde ich machen. Okay. Ja, du rennst dahin und holst dir wahrscheinlich so einen faustgroßen Stein. Ja. Und 10 Meter ist es ungefähr jetzt gerade von dir weg in der Luft. Gib mir einen Angriffswurf. Dein Proficiency-Bonus ist nicht da drauf. Bist du gerade eine 18? Ja, trifft. Dann gib mir mal einen. Ja, das ist natürlich ein Enraged-Throw in dem Fall wahrscheinlich, oder? Ja. Gib mir mal einen D6 plus dein Stärke-Bonus. Das sind dann 8. Ja. An dem Moment gar nicht wahr. Ich krieg ja noch plus 2 von Rage drauf. Dann sind 10. Ja, und du haust dem Ding wirklich an den Hals und hörst auch
und es taumelt so langsam zu Boden. Ha! Knallt doch auf, aber lebt noch. Und spuckt so eine Art schwarzen Teer, was wahrscheinlich eher Blut ist. Uruk, Helm scheint deinen Wurfarm gesegnet zu haben. Vielleicht wird das doch nochmal was mit einer späten Hügelballkarriere. Damit ist das andere Ding wieder dran, was ebenso sehr, sehr geschwächt ist. Und es geht voll auf dich. Mich? Ja, auf Atlantis. Nee, nicht auf dich, was denn? Der Druide ist das, ne? Der Druide. Ja, der Druino. Deinen Kopf geworfen. Du hast ihn ja gerade mit dem Stein auch abgeworfen. Ja. Und er versucht dich als erstes auch wieder mit der Klaue zu. Hat eine Net One. Er greift einmal daneben und durch seine Verletzung hat er so viel Schwung genommen auf dem Weg direkt wieder nach unten, dass er sich einmal selber überschlägt und quasi auf dem Throne landet. Ja. Versucht dich jetzt mit Nachteil noch ins Bein zu beißen. Mistvieh. Der wird treffen. Der sogar noch mehr. Er trifft tatsächlich sogar auch. Natürlich. Und verbeißt dich in deinem Bein mit 10 Schadenspunkten. Oh. Mhm. Und du merkst auch wirklich, dass es durch die Knochen knackt. Mit so rasiermesserscharfen Zähnen. Es tut wirklich, wirklich weh. Ob es bei Füßen Mengenrabatt gibt? Ach, so schlimm ist es nicht. Matthäus Maximus, du siehst das natürlich, bist aber gerade unsichtbar. Was tust du? Meine Unsichtbarkeit löst sich ja nicht, auch wenn ich angreife. Doch. Auch wenn ich angreife. Aktion. Was nicht bewegen. Bewegen kannst du machen. Genau. Alles, was ich anpasse, ist auch unsichtbar für die anderen, ne? Nein. Nur das, was mit dir unsichtbar geworden ist. Ja. Also alles, was ich dabei habe. Ja. Ich bin verschritten nach 4 und wie ist die Schrittrolle? Du bist ein schlechter Mensch. Matthäus Maximus scheint weg zu sein und er hört wirklich vielleicht auch die Zwerge im Kampf gerade. Wo ist euer Magier? Kann ihr mal langsam helfen hier? Und damit ist Atlatus dran. Ich würde den Dämon. 6 Sekunden Zug, um einfach weiter die Schrift zu bringen. Ich würde den Dämon vor mir weiter verprügeln. Okay. Oh, helf mir doch. Ja, wenn ich vor dem wegbewege, ist ja auch nicht du. Ich kann nichts helfen, was dir nicht mehr mit. Also mit nichts helfen, was dir einfach nur mehr schaden würde. Was Sinn macht. Mein erster Schlag trifft nicht mit einer 9. Nein. Mein Stab fliegt vorbei. Aber jetzt gibt's noch den Tritt hinterher. Und der sitzt saftig mit einer 16. Ja, gut. Und nicht so saftig mit 4 Schaden. Okay. Wie möchtest du es machen? Ich würde sagen, bei der Kraft von Helm, frisst diesen Roundhouse-Kick und dreht ihm ins Gesicht. Du sitzt ihm den Kopf ab. Und der Kopf von diesem aufgerissenen Dämonenmaul mit der geteilten Zunge kullert so zwischen vor deine Füße. Das ist mein Navigator. Ich würde Augenkontakt zu dem zweiten aufbauen. Du bist der Nächste! Wie viel Kamerawinkel habe ich den Kick gesehen? Hör doch gerade in Slow-Mo nochmal wiederholt. Fatality. Okay, der zweite wäre jetzt gerade dran. Ist jetzt nicht mehr dran, kannst doch gerne einmal umstoßen. Und damit ist Rurik dran, der natürlich furchtlos sich umdreht und dem anderen Ding versucht. Okay. Bin ich nicht nach Atlatus dran? Nee, Bueno ist dran, du hast vollkommen recht. Und der ist ja noch prone vor dir. Deswegen, also. Da darfst du mit Vorteil angreifen. Ja, wird da zugestochen. Stich. Okay. Nee. Ah ja, ne, das sind. Das ist über 14. Ja. Ja, dann triffst. Dann steche ich ihm nochmal mit meinem Dolch. Digga. Wird nochmal reingestochen hier. Stich mit nochmal 5 Schaden. Lass mich ganz kurz lesen. Ja, er sieht auf jeden Fall sehr, sehr schlecht aus. Er zappelt nur noch so gefühlt vor sich hin und hat sich weiter in dich rein verbissen. Aber wenn es ein Herz hätte, wird es wahrscheinlich das Herz noch schlagen. Verdammt. Stirb endlich und lass mein Bein los. Wie so ein Hund, wie so ein kleiner Terrier, der sich da festgebissen hat. Terrier in Menschengröße. Damit ist Rurik dran und winkt sein Schwert nach oben. Ja. Dass der immer noch prone ist. Ja. Trifft auch und brauche ich gar nicht werfen, weil er hat 2 auf Schaden und der hat nur noch 2 Lebenspunkte. Und blickt ihn diesen Kopf nochmal ab. Und in dem Moment, wo der Kopf abgeschlagen ist, erschlafft auch alles, auch das Gebiss. Und er geht auch direkt runter und reißt dir quasi die Zähne einmal quasi vom Bein weg und kommt noch zu dir hoch. Geht's dir gut? Ja, alles super. Danke, Ruhe.
Das hättest du auch selber geschafft. Ich wollte dir da jetzt nichts irgendwie streitig machen. Quatsch, ich bin nicht so wie unser Captain. Ja, ihr habt bestimmt die ein oder andere Schlacht aufgeschlagen und den Pilz schon gemacht. Natürlich. Und du erinnerst dich dabei, habe ich irgendwann den letzten Hit gemacht? Habe ich irgendwann in letzter Zeit überhaupt Schaden gemacht? Du hast diese Hexen Stein in den Kopf geworfen. Ja, und damit habt ihr tatsächlich die beiden Dämonen besiegt. Tanken. Hab ich in den 6 Sekunden die Schrift? Nein. Meinst du, will ich mich noch würfeln lassen, um Nein zu sagen? Gib mir einen, die 100. Net 20. Die 100? Net 20 ist der DC. Oh mein Gott. Gut. 5% Chance. Du hast gerade ein Fenster drauf. Ja, ich weiß. Und es regnet. Das war nicht schlau. Ah, keine Zeit. Knapp. Was hast du? 7. Nee. Knapp. Nee. Aber es ist ja Arkane 11. Ja, Wahnsinn. Nee, also die 6 Sekunden haben auch nicht geholfen und Ruhig fragt auf Fagrim. Hast du ungesehen? Geht's ihm gut? Ach, das normal. Hm. Okay, sollen wir jetzt den. Ich rede ihm so richtig nah in sein Ohr rein. Ich bin noch hier. Und er packt dir so ins Gesicht. Au! Dabei und die Backe wird dann auch so. Au! Also, ja. Ich glaube, das ist ja wirklich. Ja? Ich schmeiß ihn in das. Ich nehme ihn hoch und schmeiß ihn in das Ding da. Ich fand das nicht sehr höflich. Du versuchst ihn hochzuheben und du kriegst ihn nicht hoch. Aber dabei wirst du wieder sichtbar in dem Moment auch. Das ist ein Angriff, ne? Nee, ist kein Angriff, aber es ist eine Aktion gegen ihn. Wirst du dann wieder sichtbar und er guckt dich auch so an. Haben wir über das Gewicht nicht heute direkt gesprochen? Du bist einfach nur ruhig und drehst dich um. Freunde, lasst uns den Magier ausbuddeln. Ja, ich bin am Buddeln. Ich würde dir helfen. Anfangen, die Bisswunden mit ein bisschen Kraut zu desinfizieren und dann leicht einen Verband drum. Gib mir mal einen Medizincheck. Oi, Karamon. Ah. 14. Der fällt doch auf, ist nicht infiziert oder sowas. Das heißt, das ist anscheinend kein Gift oder sowas in der Art und Weise drin und du schaffst das auch bei jedem relativ gut abzubinden. Hurik, der getroffen wurde, dankt dir an der Stelle auch. Ja, und ansonsten bin ja nur ich das, glaube ich, gewesen. Genau, richtig. Ja, glaube schon. 2 Bisswunden. Danken dir und ihr packt den ein oder anderen Stein. Achso, du wurdest gepackt. Du wahrscheinlich mit den Zwergen. Und so nach 5 Minuten merkt er auch, da ist der Körper und er ist tatsächlich relativ unversehrt, obwohl er unter sehr schweren Steinen lag. Und da liegt Ulig der Alte. Gute Arbeit. Er merkt auch, er hat anscheinend Puls, aber ist halt komplett apathisch, weil sein Geist nicht. Aber im Koma wäre. Genau. Ich klemme ihn unter den Arm. Wir müssen ihn jetzt nicht mehr werfen, Captain. Und als du das auch mehr merkst, dann. Das merkst du, dass eine Kette mit einem kleinen Folianten um seinen Hals hängt. Ja, das Uri. Wir müssen ihn nicht mehr werfen, Captain. Jetzt sind die Dämonen ja tot. Ha, Uruk holt Punkte und ich renn los. Mhm. Das ist eine 40 Meter Steilwand. Was? Hä? Das ist eine Achso, du rennst. Ich würde erstmal Richtung Steilwand rennen. Okay, ja, du also aus der Senke raus, gib mir mal bitte einen Akrobatik-Check, weil da natürlich auch immer so kleine. Ja, das ist gar kein Problem, denn hier ist die nur naturelle. Kann ich nicht lesen. Doch, 22. Ja, okay. Aber die Felsspalten, die halt über diesen Felsenmeer quasi sind, das leicht runtergeht, wie eine Ballerina wirklich von einem nach dem anderen. Du hüpfst und hüpfst und hüpfst. Und schaffst es sogar, Uli super easy abzufedern und das Ganze auch auszugleichen, sodass ihm seinem Körper nicht Schaden irgendwo zugefügt wird. Es sieht aus, als wäre der Typ der Hügelballspieler schlechthin und Fagrim sagt auch, den Mann möchte ich auf dem Feld sehen. Ah, 5 Punkte für Uruk! Ja. Fagrim schafft es auch fast, dir zu folgen. Mit seiner Net 20 vorhin. Und Uruk und die anderen kommen dir quasi nach, bis er wieder vor der Stallwand steht. Unten den Turm seht. Ihr seht auch, dass der Skorpion momentan weg ist. Ihr schafft es auch, weiter nach unten wieder in Richtung Turm zu gehen. Und da, Ladies and Gentlemen, und alles dazwischen und außerhalb, liebe Abenteurer, Tieflinge, Tabaxi und was auch immer ihr sonst noch spielt, machen wir für heute auch Schluss. Ihr habt es geschafft, den Körper erstmal wieder zu holen. Auch wenn es keine Sache des Geistes war, war es eine Sache, die physisch hoffentlich euch ein bisschen herausgefordert hat. Dankeschön fürs Mitspielen. Wenn ihr selbst einer unserer Abenteuer mal spielen möchtet, quest.de.shop gibt es momentan das Arcane-Aufnahmeritual, unser erstes One-Shot, kostenlos zu downloaden.
Ich habe gehört, das ist ganz gut. Ich habe gehört, das ist sehr gut, aber ich kriege sicher auch andere tolle Dinge bei Quest.de vom Job, wie Würfel oder tolle Dice Mats. Das ist ja großartig. Kriege ich da vielleicht auch Itemkarten, falls ich Inspiration brauche? Sogar gratis. Sogar gratis. Wir haben vieles gerade Spielmaterial. Die Leute gucken das ja sowieso. Geht da drauf, holt euch das Ding, wenn ihr es noch nicht habt. Ist kostenlos, kostet kein Geld, aber freut uns. Und es gibt Not Safer Workbuilder von Uruk auf der Seite. Das war's für heute.